Sichere Stromversorgung dank heimischer Erzeugung, Eröffnung Kraftwerk Gries im Pinzgau. Landesfinale der Energiefresse in der Salzburge, wir stellen Ihnen die Gewinner vor. Und italienisches E-Mobilitätsflair im Bundesland, E-Appe löst den Zweitakter ab. Und somit herzlich willkommen beim Salzburger G-Magazin. Wir machen gleich einen Blick in den Pinzgau. Die Wasserkraft ist das stabile Fundament der heimischen erneuerbaren Stromerzeugung. Das neue Gemeinschaftskraftwerk vom Verbund und der Salzburge an der Salzach in Gries ist in der Lage, 10.000 Haushalte mit Strom zu versorgen. Man war in Feierlaune am 13. Juni in Bruck an der Großglocknerstraße, konnte doch das neue Salzach-Kraftwerk Gries nach 3 Jahren Bauzeit feierlich eröffnet werden. Ein weiterer ganz wichtiger Beitrag zur Erreichung von Klima- und Energiezielen ist damit geschafft. Ein Wasserkraftwerk in dieser Größe ist ein ganz entscheidender Beitrag zur Erreichung der Klimaziele. Wir wollen alle diese CO2-Neutralität, wir wollen alle grünen Strom. Und dieses Kraftwerk Gries ist wirklich ein Meilenstein, weil es einen erheblichen Beitrag leistet. Nicht kleine Einheiten, sondern ein großes und das absolut naturverträglich und ökologisch. Rund 50 Millionen Euro wurden für das Kraftwerk Gries in die Hand genommen. Herausgekommen ist ein Kraftwerk am modernsten Stand der Technik, das ab sofort tausende Salzburger Haushalte mit sauberem Strom versorgt. Das Kraftwerk Gries mit den 2 Maschinensätzen, mit den 2 vertikalen Kaplan-Turbinen, erzeugt rund 42 Millionen Kilowattstunden. Das heißt, wir können rund 10.000 Haushalte hier in Salzburg, hier in der Region damit versorgen. Der Bau eines derartigen Kraftwerks verursacht natürlich Emissionen. Der letztendlich damit erzielte positive Umweltbeitrag übersteigt diese aber um ein Vielfaches. Ja, Ungleichgröße, weil das wird ja immer gesagt, was wir zum Beispiel CO2 emittieren während der Bauphase. In dem Sinn, das stimmt, natürlich wird hier CO2 emittiert, aber nach 3 Monaten ist der Nutzen aus dem Kraftwerk, hat das schon wieder kompensiert, was also hier an Emissionen in der Bauzeit entstanden ist. Das heißt, wenn wir davon ausgehen, dass wir also hier Maschinendauern haben von 60, 70 Jahren, die hier drinnen sind, dann ist das also schon eine überwältigend positive Wirkung für die Stromerzeugung. Ja. Die Wasserkraft ist also die große Chance für eine saubere Energiezukunft. Große Vorteile im Vergleich zur Stromgewinnung aus Sonne oder Wind sind zudem die Planbarkeit der Wasserkraft und der deutlich höhere Wirkungsgrad. Das ist unsere Chance. Wir sind gesegnet mit Wasser. Natürlich, die Umweltbedingungen müssen passen. Überhaupt keine Frage. Auch hier Fischaufstieg und so weiter. Das ist alles sehr großzügig, sehr gut geregelt worden. Aber das ist unsere Chance. Andere Bundesländer oder andere Länder, die flach sind, haben diese Möglichkeit nicht. Aber wir haben die Möglichkeit mit Wasserkraft und das sollten wir auch im Rahmen der Möglichkeiten nutzen. Es ist ja großartig, wenn man sagt, von Uttendorf bis Grabrunn, Gries bis Salzburg haben wir ca. 9 Staustufen und das gleiche Wasser wird immer wieder verwendet. Also ist das schon eine gewaltige Sache, was man mit der Wasserkraft machen kann. Der Bau des Kraftwerks Gries ist vor allem für die Gemeinde Bruck an der Großglocknerstraße eine Riesensache. Konnten in diesem Zuge dank Unterstützung des Landes doch wichtige Infrastrukturmaßnahmen umgesetzt werden. Für uns hat es eine große Bedeutung. Es war schon in der Bauzeit ein wirtschaftlicher großer Impuls. Jetzt haben wir noch nachhaltig einen Oberhof, eine Abfahrt und eine Zufahrt. Und wir haben jetzt auch viele Wildbäche verbaut. Das ist wichtig und das wäre so in der Zeit nicht wirtschaftlich möglich gewesen für die Gemeinde. Mit dem Kraftwerk Gries hat die Salzburger AG gemeinsam mit dem Verbund ein weiteres zukunftsweisendes Projekt umgesetzt. Weitere sollen noch folgen, und zwar nicht nur bei der Stromgewinnung, sondern auch in Bereichen wie Verkehr oder Wärme. Die Salzburger AG wird massiv weiter investieren in die Erneuerbaren. Wir haben jetzt schon 100% erneuerbaren Strom und wir wollen es auch in der Wärme und anderswo durchführen. Alle technischen Daten der Salzburger Kraftwerke finden Sie übrigens auch auf unserer Website. Pünktlich zum Sommerbeginn gab es wieder das große Finale der Schulprojekte der Salzburger AG. Wir stellen Ihnen jetzt die großen Gewinner vor. Mit dem Stromsparen kann nie früh genug begonnen werden. Die besten Nachwuchsexperten des Landes haben sich für das Energiequiz Landesfinale der Salzburger AG qualifiziert. Und die wissen schon ganz genau, wo der Strom gespart werden kann. Ja, wenn es draußen schön ist und die Sonne erscheint und erinnert das Licht ausschalten und die zulassen, dass die Wärme nicht reinkommt.
Das Schulprojekt der Salzburg AG, den Energiefressern auf der Spur, ist bei Salzburgs Volksschulen so beliebt, dass es bereits in die fünfte Runde geht. Für das Finale haben sich die Volksschulen Abtenau, Krimmel und Grödi qualifiziert. Im sportlichen Wissenswettkampf aller 1, 2 oder 3 müssen Fragen wie, warum sollte eine Photovoltaikanlage immer nach Süden ausgerichtet sein, gelöst werden. Praktische Beispiele für den Austausch von Energiefressern zeigt Clown Bonifatius. Unsere Reporterin Selina wollte dann mehr von ihm wissen. Bonifatius, was ist auf dein Profi-Energiespartipp? Ja, also ich bin ja der Ansicht, dass man unbedingt auf jeden Fall und deswegen finde ich das richtig. Mehr Wissen hat da schon die Volksschule Krimmel. Die verzichtete extra auf das Schwimmbad und das hat sich ausgezahlt. Denn am Ende holen die Pinzgauer Energiedetektive den Gesamtsieg. Als Lohn für das umfangreiche Wissen gibt es ein nettes Sümmchen für die Klassenkasse. Ja, unglaublich, toll. Wir werden das Geld gut gebrauchen, Kinder, weil die Kinder fahren jetzt dann nach Salzburg in die Stadt und da werden sie es dann mitnehmen. Da Bonifatius eher praktisch veranlagt ist, holt sich Reporterin Selina doch praktische Tipps vom Experten. So, und jetzt suchen wir Hermann Griesen und fragen ihm noch seine Expertentipps. Was sind denn deine Profi-Energiespartipps? Ja, ein heißer Tipp ist immer, dort zu sparen, wo viel Energie verbraucht wird. Das sagen wir in den Klassen und auch unseren Kunden. Sprich, schaut zuerst einmal bei der Heizung. Und auch beim Gebäude, ist das gut oder muss ich da was verbessern, eine Wärmedämmung, die Heizung erneuern. Und wenn man das geschafft hat, dann kann man natürlich am Strom schauen. Da fängt es beim Lichtausschalten aus, aber natürlich energieeffiziente Geräte sind schon ein Hit. Hermann, wie geht es weiter mit dem Energiesparquiz? Also mit dem Energiesparquiz und auch mit dem ganzen Schulprogramm werden wir nächstes Jahr wieder losstarten. Sprich, wir bieten wieder allen Volksschulen an, dass sie sich beteiligen, dass sie mitmachen bei den Energiefressern und wir hoffen, dass wir wieder so tolle Finalisten kriegen, wie wir es heuer gehabt haben. Somit jagen auch im nächsten Jahr wieder die Energiedetektive die Stromfresser. Das war jetzt das Landesfinale der Energiefresser und es daheim nicht vergessen, weiter Energie sparen. Wenn es im Sommer heiß ist, freut man sich, wenn es wenigstens in der Wohnung oder im Haus angenehme Temperaturen hat. Wir haben uns mal ein paar Möglichkeiten angesehen, wie man kühl über den Sommer kommt. Am besten verbringt man heiße Sommertage am See oder im Freibad. Doch in der Zwischenzeit heizen sich die Räume zu Hause so richtig auf. Eine Klimaanlage ist besonders in unseren Breiten nicht wirklich sinnvoll, denn die meiste Zeit im Jahr steht sie still. Außerdem verbraucht sie viel Energie. Mit ein paar einfachen Maßnahmen kann man allerdings die Raumtemperatur um einiges senken. Ja, das Wichtigste ist das richtige Lüften zum richtigen Zeitpunkt. Das heißt, früh morgens, wenn es kalt ist, öffnet man die Fenster und bevor man das Haus verlässt, schließt man die Fenster, so bleibt es im Haus im Inneren kalt. Sie können aber auch den Kamineffekt nutzen. Das heißt, durch das Öffnen der Fenster im Obergeschoss strömt warme Luft ins Freie. Das Gleiche können Sie auch durch die Zugluft in Wohnungen erreichen. Richtiges Lüften ist also wichtig. Doch es gibt auch noch andere Tricks. Hohe Luftfeuchtigkeit im Innenbereich sollte man vermeiden. Das heißt, am besten sollte man an schwülen und heißen Tagen die Wäsche im Außenbereich aufhängen. Außerdem können Sie Elektrogeräte wie Trockner und E-Herd ausschalten. Auch Kühlschränke, ältere Kühlschränke, kann man gegen neue effiziente austauschen. Die Wärme an schönen heißen Sommertagen sollte also nicht in die Innenräume gelangen. Die Fensterflächen von modernen Häusern sind aber meist groß. Aus diesem Grund kommt es auch auf den richtigen Sonnenschutz an. Wir empfehlen für den Innenbereich Innenjalousien Plissés und für den Außenbereich ein Außenrollo, einen Rollladen, Markise oder als effektive Lösung auch den Raffstor. Im Raffstor habe ich den Vorteil, ich habe erstens verschiedene Lamellentypen und kann mit der Lamelle das Licht regulieren. Das heißt, im Sommer wäre es optimal, die Lamelle geschlossen zu halten und in den Wintermonaten kann ich hier auflamellieren, damit ich hier die Wärmeenergie in den Raum bringe. Aber auch Plissés und Rollläden sind eine gute Variante, um Wärme abzuhalten. Das ist richtig, das Plissé ist ein guter Schutz, wenn man darauf achtet, dass außen eine Beschichtung drauf ist, die das Licht reflektiert. Optimaler wäre natürlich der Rollladen für den Außenbereich, wo eben zwischen Scheibe und Rollladenbehang bei geschlossenem Zustand ein Luftpolster entsteht und das ist die optimale Dämmung.
Ein sehr effektiver Sonnenschutz ist auch die Markise oder das Sonnensegel, weil das Sonnenlicht schon vor Erreichen der Innenräume abgehalten wird. Grundsätzlich sollten Sie schon in der Planungsphase des Hauses auf die richtige Dämmung setzen. Bei der Planung eines Neubaus sind auf alle Fälle auf die Dachüberstände zu achten. Außerdem sollte man im Dach eine 24 cm Dämmschicht anbringen, mindestens, und eine Holzfaserplatte, da sie die Wärme gut reguliert. Außerdem ist noch zu achten auf die Außenwand des Hauses, dass sie dementsprechend gedämmt ist. Wir bleiben gleich beim Thema Sommer. In 3 Schritten Teil der Energiewende werden ist mit der Salzburger Sonnendachaktion möglich. Dabei kümmern wir uns um alles inklusive Förderung. Sollten Sie jetzt noch Zweifel an einer PV-Anlage haben, dann stellen wir uns jetzt die Frage, ob diese ökologisch auch Sinn macht. Ob eine PV-Anlage ökologisch Sinn macht, ist ein heißes Thema. Klar ist, es hängt wiederum von der Art der Anlage ab. Was ich meine ist, eine Anlage mit Kollektoren aus China ist natürlich ökologisch schlechter wie eine Anlage mit Kollektoren aus Europa. Allalong kann man sagen, energetisch und ökologisch zahlt sich die PV aus. Energetisch in etwa 3 bis 5 Jahren, ökologisch in etwa 3 bis 7 Jahren. Dann haben Sie die Emissionen und die Energie, die bei der Herstellung anfallen, wieder gewonnen und eingespart. Alle Informationen zu unserem Sonnendach-Pachtmodell finden Sie übrigens auch auf unserer Website. Wenn Sie dann eine PV-Anlage haben, dann wird die E-Mobilität noch interessanter für Sie. Um einen italienischen Flitzer geht's jetzt bei uns im Magazin. Wir kommen zu etwas kleineren Vertretern der E-Mobilität. Jetzt gibt es italienisches Flair. Bei der Firma Lagermax in Straßwalchen werden seit 2008 italienische Appen zum Beispiel zu Eis-, Kaffee- oder Bierappen umgebaut. Das Geschäft boomt mit den kleinen Arbeitsspinnen. Zu echten Stadtflitzern wurden sie aber erst durch die E-Mobilität. Also hier haben wir unser Appe Calesino, elektrisch angetrieben. Wir haben hier einen 6,5 kW Motor verbaut, haben ein Akkupaket mit 10 kW angebaut und haben eine Reichweite von ca. 80 km. Vorspaß pur. Der Unterschied zwischen einer normalen Appe zu einer E-Appe liegt darin, dass der komplette Verbrennungsmotor, der Tank sowie sämtliche Flüssigkeiten ausgebaut werden und durch einen E-Motor ersetzt werden. Und wenn es um E-Mobilität geht, dann kommt man auch in Straßwalchen ins Schwärmen. Also man merkt es auch hier beim Fahren, einfach wie spritzig oder wie zügig oder was für Drehmomente die Appe hat. Wie gesagt, auch absolute Geräuschlosigkeit. Einfach das Gefühl da im Freien zu sein, eigentlich gar nichts zu spüren, nur den Vorspaß, das was der Elektroantrieb mit sich bringt. Die Ladeinfrastruktur für E-Mobilität bekommen Sie übrigens auch von der Salzburger AG und schon langsam geht es Richtung Sommerferien. Und wenn Sie dann noch ein paar Programmpunkte für sich, Ihre Kinder und die ganze Familie suchen, dann kann ich Ihnen Ausflüge mit der Pinzgauer Lokalbahn empfehlen. Da können Sie unter anderem auch Ihr Fahrrad mitnehmen. Viele Seiten der Salzburger Lebensqualität haben ihren Ursprung in der Salzburg AG. Wo sauberer Strom fließt und wo Wärme weiterdenkt. Wo Mobilität jedes Ziel erreicht. Wo ein ganzes Land vernetzt ist. Alles für zufriedene Kunden und alles aus einer Hand. Salzburg AG, wo Zukunft ins Leben kommt.